Harry steht nun neben mir. Wir drehen hier den Film Mojo in Gefahr. Harry wird sich von dieser Rampe hinter uns stürzen. Entschuldigung, gleiten. Ja, ich versuche zu gleiten, ja. Man wird es denn sehen, was rauskommt. Harry, was denkst du? Wie kommst du zu dieser Ehre, dass du das heute hier ausprobieren darfst? Denkst du, es liegt an deiner neuen Frisur? Das ist möglich. Also ich bin gestern extra für einen heutigen Anlass zum Friseur gegangen. Und eventuell hilft es mir dabei. Eventuell bin ich ein bisschen windschnittiger, ein bisschen mehr Aerodynamik. Sehr schön, wir werden das ganz genau beobachten, Harry, bevor es soweit ist, aber verrat uns, wie hast du heute Nacht geschlafen? Also wenig bis gar nicht. Das war, ich habe ewig lang nicht einschlafen können, weil ich ständig da die Rampe im Kopf gehabt habe. Ich habe mir schon Videos davor angeschaut und jetzt in Natura schaut sie noch brutal aus, als wie auf den Videos. Also ich bin wirklich schon gespannt, was mich erwartet. Geschlafen habe ich nicht gut, ein übernächtig bin ich, also mal schauen, was kommt. Im Internet kursiert ja noch ein ominöses Bild von dir, wie du im Medienhaus auf einem Karton Trockenübungen vollzogen hast. Wie kamst du auf diese Idee? Man muss sich ja auf alles vorbereiten. Ich kann mich ja dann nicht einfach blindlings von der Rampe stürzen, sondern muss ich ja, also um das den Zuschauern näher bringen, bei uns im Medienhaus sind so Treppen, ziemlich steile. Und da haben wir halt mal auf so einen Karton aufgestellt und bin einmal abgesurft. Und ja, es hat funktioniert. Ich hoffe, ich kann es umsetzen. Harry, ich wünsche dir Hals- und Beinbruch, alles Gute. Hast du noch ein letztes Wort, das du uns sagen möchtest, bevor es dir an den Kragen geht? Mami, ich hab dich lieb. Tschüss. Ja, Skateboard ist schon mal eine gute Wahl. Du wirst es wahrscheinlich gleich nach dem Absprung verlieren. Harry, Respekt. Gut gemacht. Beine, Hals, Arme, alles noch dran. Wie geht's dir? Super. Es ist ein bisschen kalt. Mittlerweile luftet es ein bisschen brutal und ich bin fletschnass. Aber man versteht sich für selber. Aber es war, der erste Sprung war ein bisschen brutal. Also mit dem Skateboard ist schneller geworden, als ich erwartet habe. Da habe ich noch gemerkt, kurz bevor der Absprung gekommen ist, hat es angefangen zum wackeln. Und dann hat es mich dementsprechend ausgehoben. Das sieht man eh auf den Bildern. Mit dem Bobbycar, das ist ja ganz einzigartige Erfahrung. Das hat auch sehr einzigartig ausgeschaut. Ja, also man kommt da bepräsentiert und auf der anderen Seite, man hebt einfach ab und hockt bei der Landung immer noch auf dem Bobbycar drauf und geht dann langsam mit dem Ding runter. Also echt eine super Sache. Und ich möchte mich bei meinen zahlreichen Schienen und Fans nur bedanken. Also unbedingt. Unbedingt, ja. War echt super. Danke. Harry, in dem Fall hat sich diese monatelange Vorbereitung für dich definitiv ausbezahlt. Ja, auf jeden Fall. Also das Training war super. Aber Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Ich meine, Gott, andererseits hat nicht jeder so eine Rampe daheim stehen. Also wird schwierig, um das daheim nachmachen. Aber wer die Möglichkeit hat, am Samstag, Corona-Sprungtag, herkommen, mitmachen und die Rampe abgeessen. Genau. Cut.